Ja, ich freue mich, Frau Beverförde, dass wir wieder einmal zusammenkommen, gerade jetzt in diesen bewegten Zeiten. Sie haben ja eine sehr bewegte und sehr bedeutungsvolle Woche auch hinter sich. Kurz ein paar Worte dazu. Das stimmt. Ja, also im Bundestag ist gerade relativ viel sehr, sehr Spannendes und Wichtiges und ja, Entscheidendes los. Am Donnerstag hatten wir die Kinderrechte zum ersten Mal, jetzt den Gesetzentwurf der Bundesregierung in der ersten Lesung, was wir ja gehofft hatten zu verhindern. Aber jetzt sind wir halt schon im Gesetzgebungsprozess damit. Und am Freitagmorgen wurde dann das Infektionsschutzänderungsgesetz in der ersten Lesung eingebracht, mit dem ja jetzt sozusagen die Länderhoheit über diese Infektionsschutzmaßnahmen letztendlich gecancelt werden soll und alles zusammengeführt werden soll bei der Bundesregierung, was den Effekt hätte, dass die Leute nicht mehr bei den Verwaltungsgerichten klagen könnten gegen Maßnahmen. Also das ist ein sehr, sehr gravierendes Gesetz und das wird in der nächsten Woche, also genauer gesagt morgen, soll das also jetzt durchgesetzt werden. Also zweite, dritte Lesung und dann verabschiedet werden. Und am Samstag hatten wir von Demo für alle zusammen zu diesem Go unser Symposium, unser diesjähriges, als Online-Veranstaltung zum Thema heikle Beziehungen, Sexualpädagogik und Missbrauch. Ja, also Kindesmissbrauch. Und das war eine sehr, sehr gewichtige und ja, beeindruckende Veranstaltung, muss ich wirklich sagen. Wir hatten sehr, sehr bedeutende Aussagen von Experten, Fachleuten verschiedenster Richtungen. Also das war auch ausgesprochen, ja, heavy für uns jetzt, genau. Jetzt muss ich mich erstmal bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern entschuldigen. Ich habe Sie gar nicht vorgestellt, Frau von Beverförde. Sie haben bereits gesagt, Demo für alle ist eine Initiative. Vielleicht dazu ein paar Worte, die Sie noch nicht kennen und die Ihre Aktionsgruppe nicht kennen. Sehr gerne. Also Demo für alle ist ein Aktionsbündnis für Ehe und Familie. Wir haben uns 2014 anlässlich der großen Proteste gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg als bundesweite Organisation zusammengeschlossen und gegründet und führen eben seitdem alle möglichen Aktionen durch, um eben politisch einzuwirken auf letztendlich auf Bundes- und Länderebene, auf die Politik für Ehe und Familie, gegen die Gender-Ideologie, gegen die Sexualisierung unserer Kinder. Das sind so unsere Schwerpunkte. Und auch zur Bewahrung des Elternrechts. Und in diesem Zusammenhang sind für uns natürlich diese sogenannten Kinderrechte, die jetzt ins Grundgesetz geschrieben werden sollen, von allerhöchster Bedeutung. Also bei uns sind jetzt verbunden in diesem Aktionsbündnis rund 30 Gruppierungen, darunter auch einige engagierte Einzelpersonen, Vereine, Organisationen, die mit Ehe und Familie irgendwie zu tun haben und die sich dafür einsetzen. Und wir arbeiten eben auf Spendenbasis. Wir schicken jede Woche ein Newsletter raus. Wir veranstalten eben Symposien, Demonstrationen, Aktionen im Internet. Also wir kontaktieren Politiker und versuchen die also von Dingen zu überzeugen oder beziehungsweise eigentlich auch Druck aufbauen auf die Politik, weil das unserer Erfahrung nach das Einzige ist, was wirklich hilft. Überzeugung ist schön, aber ohne Druck tut sich da meist nichts. Und wir geben aber auch Aufklärungsbroschüren heraus, unseren Themen und andere Materialien, Filme. Also wir sind da relativ breit aufgestellt, was wir alles so machen. Und ich denke, das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich auch gezeigt, dass wir damit doch einige Themen auf jeden Fall stark beeinflussen konnten. Vielen Dank. Kommen wir zu unserer eigentlichen Frage, nämlich die Frage, die Debatte im Deutschen Bundestag letzte Woche, Kinderrechte ins Grundgesetz. Bevor wir darüber sprechen, ob es notwendig ist, sie ins Grundgesetz zu bringen, zunächst mal die Frage an Sie, warum braucht es Kinderrechte oder was überhaupt sind Kinderrechte? Also Kinderrechte sind zunächst mal überhaupt Grundrechte für Kinder. Und die sind in Deutschland vollständig im Grundgesetz bereits enthalten, weil Kinder Menschen sind, wie Erwachsene auch, und es da keinen Unterschied gibt, was die Grundrechte betrifft, ob man älter oder jünger oder Kind ist oder Erwachsener.
Es wird natürlich unter dem Begriff Kinderrechte wird allerlei gefasst, ja. Also insofern ist das jetzt schwierig, das kann man gar nicht in einem so ganz einfach quasi beantworten, Ihre Frage. Weil je nachdem, wer von Kinderrechten spricht, meint damit unterschiedliche Dinge. Aber wenn es jetzt um die Kinderrechte geht, die letztendlich jetzt im Grundgesetz bei uns jetzt reingeschrieben werden sollen oder festgeschrieben werden sollen, dann handelt es sich de facto um die Grundrechte, die eben auch für Kinder gelten sollen, also beziehungsweise sowieso schon gelten, aber jetzt nochmal dort sichtbar gemacht werden sollen. Andere Gruppierungen fassen unter Kinderrechte auch noch so Beteiligungsrechte, dass Kinder also auch quasi an Entscheidungen beteiligt werden sollen, die sie betreffen, was es auch schon gibt, was aber jetzt nicht direkt im Grundgesetz ist, sondern das sind dann quasi Rechte unterhalb des Grundgesetzes, die man auch in untergeordneter Rechtsprechung auch nochmal festschreiben könnte, beziehungsweise teilweise auch schon festgeschrieben hat. Also wie gesagt, es ist ein bisschen ein Spektrum. Ja, es ist immer wichtig, sich die Dinge auch im Originalton anzuhören. Ich habe die Bundestagsdebatte verfolgt. Eingebracht worden ist dieser neue Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes ja durch die Große Koalition, das CDU-geführte Familienministerium und die Justizministerin von der SPD, Christine Lambrecht. Hören wir uns mal kurz an, zuerst mit einem Mitschnitt, wie sie die Notwendigkeit begründet, Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen. Kinder sind besonders schutzbedürftig und das erleben wir gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie bei fast allen Entscheidungen, die wir treffen, sich immer genau zu überlegen, wie wirkt sich das aus für Kinder, welche Spätfolgen wird das auch haben. Und manchmal habe ich den Eindruck, geschieht es nicht oft genug. Und ich höre diese Einschätzung von vielen Kolleginnen und Kollegen auch. Und ich finde, es wird Zeit, dass, wenn das so ist, dass wir dann auch diesen Worten Taten folgen lassen sollten. Christine Lambrecht spricht hier davon, Taten müssen folgen. Welche Taten könnten denn das sein? Ich frage mal ganz provokant, ist das zum Beispiel das Recht der Kinder auf eine frühkindliche Sexualerziehung? Könnte damit gemeint sein, jedes Kind hat das Recht, sein eigenes Geschlecht frei zu bestimmen? Auch das ist ja derzeit ein Thema. Oder welche Rechte von Kindern könnten Teil der weiteren Gesetzgebung werden, wenn das denn so im Grundgesetz festgelegt ist? Also letztlich könnten genau solche Forderungen, die meistens von der Linken kommen, könnten genau natürlich darunter dann gefasst werden. Oder zum Beispiel auch eine Impfpflicht. Ist ja auch ein Riesenthema, gerade jetzt nochmal. Gibt es ja sogar auch schon zum Teil für Masern in Deutschland. Aber eben auch für andere Dinge reden wir ja gerade in anderem Zusammenhang mit Covid-19 da dauernd von. Also da kann alles Mögliche dann quasi darunter quasi verkauft werden oder letztendlich eingeführt werden unter diesem Vorwand, dass jedes Kind ein Recht darauf habe. Ja, und das ist auch genau die große Gefahr, die wir sehen, dass quasi dadurch die Hintertür der Willen von Eltern, wie sie möchten, dass ihre Kinder erzogen werden, wie sie gebildet werden, was sie, welche Werte ihnen vermittelt werden, ob sie gesundheitliche Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen oder ob sie die für ihre Kinder nicht wollen oder auch im Einzelfall nicht wollen. All solche elterlichen Entscheidungen könnten genau damit durch die Hintertür quasi mit dieser Begründung Kinder, die Kinder haben ein Recht darauf, dann von staatlichen Stellen quasi überwältigt werden und den Eltern quasi abgenommen werden. Und das ist die große Gefahr, die wir eben darin auch sehen. Genau diese Gefahr wird ja geleugnet. Hören wir dazu nochmal Justizministerin Lambrecht. Und bei der Auslegung und Anwendung aller Gesetze gibt das Grundgesetz die Richtung vor. Das erleben wir doch gerade jetzt, wie wir alles immer auch darauf überprüfen, ist es verfassungsgemäß. Und mit der geplanten Grundgesetzänderung, das ist mir ganz wichtig, weil es da viele Sorgen gibt und die will ich ausdrücklich auch ansprechen. Mit dieser geplanten Grundgesetzänderung verschieben wir keine Rechte von den Eltern hin zum Staat. Das sagt unser Entwurf ganz klar und unmissverständlich aus. Die Eltern sind es, denen das Recht und die Verantwortung auch, die Verantwortung zukommt, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Und nur dann, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, aber eben auch dann dürfen staatliche Stellen eingreifen. Und dabei bleibt es auch in Zukunft, meine Damen und Herren. Es werden keine Rechte von den Eltern hin zum Staat verschoben.
sagt hier die Justizministerin, spinnen wir diese Frage nochmal weiter mit Impfung, Corona-Impfung aktuell ein Jahr in der Zukunft, alle Erwachsenen sind geimpft, jetzt sind die Kinder dran. Es gibt jetzt Eltern, die der Meinung sind, es sei nicht sinnvoll oder sogar rechtswidrig, ihre Kinder impfen zu lassen. Dann steht so etwas im Grundgesetz. Wer nimmt dann das Recht dieses Kindes wahr, geimpft zu werden oder umgekehrt das Recht, nicht geimpft zu werden? Das ist eine sehr gute Frage. Die wird sich dann, ich hoffe, nicht zeigen, weil ich hoffe, dass wir diese Kinderrechte abwenden werden. Die Chance dafür ist auch gar nicht mal so klein im Moment. Aber genau das ist genau der Punkt. Also es steht am Ende, muss ja einer entscheiden. Entweder entscheiden die Eltern, ob eine Sache gemacht oder nicht gemacht wird, oder es entscheidet eben der Staat. Ja, also es ist ja lächerlich, so zu tun, als ob ein dreijähriges oder ein einjähriges oder auch ein siebenjähriges Kind da selbst etwas entscheiden könnte. Das wird quasi suggeriert mit diesem Begriff Kinderrechte. Und das ist das, was auch so ärgert, dass quasi da so eine, ja, da wird ja irgendwie eine, wie nennt man denn das? Also da wird was vorgespielt, was de facto gar nicht der Fall ist. Ja. Und das ist eben, das macht die Sache aber auch so gefährlich, weil es viele Leute eben auch gar nicht erkennen, dass hier natürlich gar nicht letztendlich die Kinder diejenigen sind, die am Ende irgendwas wollen oder zu wollen oder nicht zu wollen haben, sondern dass es am Ende dann der Staat sein dürfte oder staatliche Stellen, die sich dann als die Vertreter der Kinder quasi nach vorne oder aufspielen. Ja? Ich möchte an dieser Stelle noch einmal die Justizministerin zitieren. Sie spricht davon, nur wenn das Kindeswohl gefährdet ist, dann dürfen staatliche Stellen eingreifen. Das ist ja auch heute schon so, das ist ja kein neuer Rechtsstand. Kinderrechte werden aber im Rechtsalltag präsenter, wenn sie ausdrücklich im Grundgesetz stehen und das Ganze sei eine historische Chance. Das heißt, die Änderung des Rechtsalltags ist durchaus angedacht. Kann man das so interpretieren? Ja, also es ist so eine gewisse Geschichte wie, sie wollen den Kuchen essen, aber auch nicht verlieren, ja. Es ist eine totale Widersprüchlichkeit. Also schon in der Gesetzesbegründung am Anfang steht ja klipp und klar drin, dass sich nichts verschieben soll. Es soll sich also tatsächlich laut Wortlaut dort, soll sich das dieses fein austarierte Spannungsverhältnis zwischen eben Eltern, Kindern und Staat, ja, was es eben jetzt gibt in Artikel 6 Grundgesetz, soll sich nicht verschieben angeblich. Ja, so steht es ausdrücklich auch in der Einleitung, glaube ich, des Gesetzes schon, Gesetzentwurfs drin. Das heißt, wir machen eine Gesetzesänderung, damit sich da nichts verschieben soll. Was soll das? Das ist vollkommen widersprüchlich, ja. Und auf der anderen Seite soll es aber sichtbarer werden. Es ist eine wirklich... Das Ganze ist Makulatur. Also man tut so, man wolle gar nichts ändern, aber trotzdem muss es unbedingt geändert werden. Ja? Und man tut so, als ob sich durch eine rein nominale, sagen wir mal, Sichtbarmachung bei gleichzeitiger Bestätigung, dass sich nichts ändern soll, als ob dadurch quasi alles gleich bliebe. Das bleibt es aber nicht, weil durch jede, sagen wir mal, Wortlautveränderung des Grundgesetzes ergibt sich für die Rechtsprechung anschließend, also für Verfassungsgerichte, Verfassungsrichter, ergibt sich automatisch, ganz egal, was die heute sagen, setzen sie quasi voraus, dass da ein Wille des Gesetzgebers vorhanden war, dass sich etwas ändert, denn sonst hätte er es ja nicht geändert. Verstehen Sie? Das ist ja auch logisch. Und dieser Rückschluss, der ist quasi zwingend. Das heißt, die Rechtsprechung bezüglich des Elternrechts, dieses Verhältnisses zwischen Eltern, Staat und Kindern oder Eltern, Kindern und Staat wird sich zwingend ändern, wenn diese Grundgesetzänderung kommt. Ganz unabhängig davon, wie oft Sie da hineinschreiben, dass das Elternrecht nicht angetastet werden solle durch diese zusätzlichen Kinderrechte. Das geht halt nicht. You can't have the cake and eat it. Das geht halt nicht. Man muss sich entscheiden. Und die Abgeordneten der Union sind aber genau mit diesem, im Grunde mit diesem falschen Versprechen, dass sich ja nichts ändern würde, letztendlich auch überzeugt worden oder vereinnahmt worden, um jetzt dann
doch für diese Grundgesetzänderung zu stimmen. Denn es war so, dass auch nicht zuletzt durch unsere Arbeit von Demo für alle, die wir haben sehr, sehr viele Abgeordnete wirklich intensiv bearbeitet und haben ihnen diese ganze Problematik sehr detailliert aufgezeigt und viele, viele Bürger haben sich daran beteiligt, hatten wir es geschafft, dass viele Unionsabgeordnete, also CDU, CSU-Abgeordnete, verstanden hatten, dass das eine sehr gefährliche Sache ist, diese Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen und waren wirklich auch dagegen. Und dann hat man eben letztendlich durch solche trickreichen Formulierungen jetzt eine Formulierung gefunden und den Abgeordneten gesagt, es ändert sich ja gar nichts, ihr könnt das beruhigt jetzt mit unterstützen, das Elternrecht wird nicht angetastet, wir wollen das nur sichtbar machen, dass die Kinderrechte existieren und ihnen letztendlich ein falsches, also ich sage, es ist wirklich eine, sie werden da hinter die Fichte geführt, ja, es wird ihnen was Falsches vorgespiegelt, Versprechen gemacht, dass dadurch das Elternrecht unangetastet bliebe. Das wird es nicht. Das steht für mich so sicher fest wie das Amen in der Kirche, wenn das jetzt kommt. Und deswegen wollen wir es auch unbedingt verhindern. Ich versuche das mal so in einem Satz zusammenzufassen. Im besten Fall ist die Gesetzesänderung wirkungslos, im schlimmsten Fall brandgefährlich. Genau, sehr gut formuliert auf den Punkt gebracht, genau. Auf die Rede von der Justizministerin Lamprecht folgte der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi und der zitierte, ich finde das interessant, die Bundesrechtsanwaltskammer mit folgenden Worten. Die Bundesrechtsanwaltskammer ist es, die uns das erste klassische Zitat vorhält. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Jetzt bitte ich Sie mal, sich umgekehrt in die Lage der Gesetzgeber zu versetzen, die versuchen, die Gesetzesänderung zu machen. Welche Kindesnot soll denn gelindert werden, damit diese Notwendigkeit entsteht? Wie argumentiert man dort? Man kann nicht argumentieren. Ich habe so viele Diskussionen schon gehört und versuche, das irgendwie zu rechtfertigen. Sie haben keine Argumente. Es ist wirklich so. Es werden dann solche Pseudo-Argumente plötzlich aus dem Hut gezaubert, wie, Kinder müssten stärker beteiligt werden, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, zum Beispiel bei dem Bau von Spielplätzen. Also mit solchen Argumenten wird da regelmäßig dann versucht, das zu beantworten. Das hat die Justizministerin ja auch ausdrücklich angeführt. Kindergerechte Verkehrszonen. Genau, also das sind diese typischen, Entschuldigung, absolut lächerlichen Beispiele, die dann gebracht werden, als ob jetzt ernsthafterweise Kinder plötzlich jetzt bei Baumaßnahmen maßgeblich und in großem Umfang herangezogen würden und man dafür Grundgesetzänderungen machen müsste. Also es ist so grotesk, dass man es gar nicht beschreiben kann. Jetzt, das hat sie, glaube ich, auch in dieser Debatte gesagt, wird auch noch zu einem Überfluss die Pandemie jetzt als großes Beispiel angeführt, wo man ja sähe, dass in der Pandemie die Kinderrechte irgendwie hinten rüberfallen. Kann ich nur bestätigen, ja, das tun sie, aber nämlich das normale Recht jedes Kindes, wie auch jedes andere Menschen, auf Unversehrtheit seines Körpers. Also Kinder müssen jetzt bei uns neuerdings eine Testung zweimal in der Woche über sich ergehen lassen, wenn sie die Schule besuchen wollen. Das ist nur mal ein Beispiel. Kinder werden genau wie alle anderen eingesperrt und müssen wochenlang in Quarantänen zu Hause sitzen, kommen nicht mehr raus. Also das ganze Programm der Maßnahmen, was sich da auch in massivem Umfang wirklich auch gegen das Wohl des Kindes richtet und Wohl vieler Kinder. Nie hatten wir so viele Kinder in psychischer Behandlung. Also das ist ja dramatisch, was sich da gerade tut. Also da hat diese Frau doch tatsächlich die Frechheit, das auch noch anzuführen, wo sie selbst als Justizministerin, als Bundesjustizministerin tatsächlich die Möglichkeiten hätte und auch die Pflicht hätte, Kinder tatsächlich ganz konkret zu schützen in dieser Pandemie. Also da kann man mal sehen, wie verlogen das Ganze auch ist, finde ich. Verzeihen Sie, wenn ich mich hier ein bisschen in Rage rede, aber das regt mich. Ja, Sie sind engagiert. Ich kann das durchaus auch nachvollziehen. Ich selbst bin jetzt aus dem Alter heraus, dass ich Kinder habe. Ich bin in dem Alter, wo meine Enkelkinder noch nicht in den Kindergarten und in die Schule gehen. Ich habe da ein bisschen den Kontakt verloren. Wie geht es den Kindern in unseren Kindergärten, in den Kitas, in den Tagesstätten, die jetzt mit der neuen Formen von, ich sag mal, kindgerechter Sexualerziehung
konfrontiert werden, auf die sie vielleicht dann in Zukunft sogar ein verstärktes Recht haben, zu dem man sagen könnte, das ist auch durch das Grundgesetz gedeckt. Wie schaut das in der Praxis aus? Ja, also diese Art von Sexualerziehung wird ja überall schon gemacht oder vielleicht nicht überall, aber immer, immer mehr, also eben auch in den Kindertagesstätten schon. In unterschiedlicher Weise, zum Teil eben wirklich auch übergriffig oder sagen wir sehr, sehr libertär, sodass Kinder, sogar schon kleine Kinder, dazu angehalten werden, zu masturbieren, sich da auszuprobieren, in irgendwelchen Kuschelecken dürfen die sich da ausziehen und ich weiß nicht, was alles machen. Das gibt es ja schon in ganz vielen Kindertagesstätten. Man sollte sich deswegen immer sehr gut vorher erkundigen, was dort in dieser Richtung gemacht wird, bevor man ein Kind irgendwo anmeldet. Gibt es dann das Recht der Eltern zu sagen, mit meinem Kind aber bitte nicht? Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten, weil das natürlich auch mal eine Frage ist, gerade bei den Kindertagesstätten. Das ist ja keine Verpflichtung, noch nicht, zum Glück. Das ist auch ein Punkt, den man zum Beispiel unter Kinderrechte fassen könnte, dass man jetzt plötzlich noch eine Kindergartenpflicht einführt, für ja, die es bis heute ja in Deutschland zum Glück nicht gibt. Also kann ich das nicht so pauschal beantworten, weil sie müssen ja ihr Kind dort nicht hingeben. Sie können es ja auch in eine andere Einrichtung geben. Ja, aber es ist ja schwierig, dann sich quasi diesen solchen Druck dann auch zu entziehen, wenn der dann mit dem Brust und der Überzeugung als das Nonplusultra und Notwendige verkauft wird. Ich bin ja eher der Meinung, Kinder haben ein Recht, nicht mit Sex konfrontiert zu werden in Kindertagesstätten und auch in Grundschulen nicht. Das ist eigentlich das Recht, was ich sehe, was die Schule bzw. die Einrichtung sozusagen zu gewährleisten hätte. Aber diese Art von Kinderrechten, da können wir ganz sicher sein, die sind damit sicherlich nicht gemeint. Also es ist schon so, dass das zum Teil wirklich auch richtig übel ist, was dort passiert. Und da kriegen wir natürlich auch Rückmeldungen im Zusammenhang mit unserer Arbeit, was da so alles gemacht wird. Und das ist ja auch eines der großen Themen, an denen wir sind, zu versuchen, diese übergriffige, schamverletzende Sexualpädagogik aus den Einrichtungen zu verdrängen und das darüber aufzuklären, damit da also auch mehr Gegenwind auch entsteht, auch seitens der Eltern. Die wenigsten Eltern scheinen sich bewusst zu sein, was denn die Grundlagen dieser, wie Sie sagen, schamverletzenden Sexualpädagogik sind. Damit hat sich ja jetzt Ihr Symposium letztes Wochenende beschäftigt. Ich lese hier zum Beispiel in Ihrem Rundbrief, eine forensische Psychiaterin spricht über die gängigen Methoden der Sexualpädagogik und nennt sie, dass es Kindesmissbrauch. Forensische Psychiaterin, das klingt für mich jetzt ganz, ganz spannend, wie aus einem Detektivroman genommen. Ein paar Worte zu Ihrem Symposium. Ja, gerne. Also ich knüpfe mal gerade da an bei der forensischen Psychiaterin. Es handelt sich dabei um Frau Dr. Kastner. Sie ist Psychiaterin und eben auch Gerichtsgutachterin und hat schon sehr viele also Verbrecher letztendlich begutachtet, darunter auch Missbrauchstäter, unter anderem zum Beispiel, und damit ist sie relativ bekannt geworden. Sie ist Österreicherin, sie sitzt in Linz und hat den Josef Fritzl, der da, ich glaube, 24 Jahre lang eine seiner Töchter im Keller gefangen gehalten hat und mit ihr 7 Kinder gezeugt hat, ganz furchtbar. Diesen Mann hat sie zum Beispiel begutachtet und diverse andere Missbrauchstäter auch. Und sie ist dort durchaus sehr bewandert. Und was aber interessant war, wir hatten sie im Interview bei dem Symposium und ihr Fachgebiet ist natürlich gar nicht die Sexualpädagogik, sondern ihr Fachgebiet ist, wie gesagt, die Forensik, also sprich Verbrecher zu analysieren und im Besonderen, aber nicht nur Verbrecher. Ich denke, sie arbeitet auch mit anderen psychiatrischen Fällen, die einfach bedürftig sind. Aber das sind natürlich sozusagen ihr Fachgebiet. Und als sie dann gehört hat im Laufe des Symposiums, was eigentlich in der Pädagogik alles so für Methoden heutzutage gemacht werden, beziehungsweise auch propagiert werden von der führenden Sexualpädagogik, und zwar in den ganzen deutschsprachigen Ländern, war sie wirklich schockiert und sagte letztendlich auf Nachfrage von mir, dass wenn man also Kinder zum Beispiel mit sexuellen Themen, dass sie darüber sprechen sollen im Unterricht oder dass man sie ihnen Sexspielzeug
in einem Krabbelsack, das wird ja gemacht, also das habe ich neulich noch gehört, wo sie das also rausfühlen sollen und dann sagen, was ist das, dass sie dann darüber sprechen müssen, das anfassen müssen. Dazu hat sie klar gesagt, das ist Missbrauch. Und das war für uns wirklich auch nochmal eine Offenbarung, weil ich meine, das sagen wir natürlich einfach von unserem Gefühl her auch. Aber dass es jetzt eine letztendlich Fachfrau, die letztendlich gerade mit Missbrauchsverbrechen viel zu tun hat und hatte, sagt, ist, hat nochmal ein ganz, ganz anderes Gewicht, denke ich. Und ich glaube, dass wir da an der Stelle jetzt dranbleiben sollten und diese Dinge auch zusammenbringen. Also diese Fachleute, die letztendlich dafür, die sozusagen sich auskennen mit den Missbrauchstätern, müssen viel stärker zusammengebracht werden mit dem, was als Missbrauchsprävention in der Sexualpädagogik heute gemacht wird, von dem wir eben der Meinung sind, dass das zum Teil eher den Missbrauch fördert, als ihn verhindert. Also wenn sogar eine Expertin überrascht ist, was es in der Praxis alles tut, ich frage mich, wissen die Eltern das? Das Thema Sexualität ist ja schambehaftet, mal grundsätzlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kinder sehr wenig darüber erzählen, was sie dort in ihrer Krabbelstube erlebt haben. Ja, genau. Das ist natürlich auch nach Kindern unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel 3 Kinder und die sind eigentlich auch jetzt erwachsen schon. Aber ich kann mich erinnern, dass unser Ältester zum Beispiel, der hat nicht über solche Dinge gesprochen. Ja, also solche Dinge hätte er nie erzählt. Einem der andere dagegen, wenn den was belastet hat, auch in diesem Bereich, dann musste der mir das erzählen. Dann habe ich das immer irgendwie erfahren. Und das war gut, weil dann wusste ich, dass das bleibt nicht bei dem. Aber da ist jedes Kind ja auch verschieden und anders. Und genau, das ist es tatsächlich so, dass Eltern das oft gar nicht wissen, auch wenn sie eigentlich gesetzlich gesehen informiert werden müssen. Aber es ist ja auch für viele Eltern unangenehm. Und dann möchte man gerade auch noch so in der Elterngemeinschaft, wenn man dann im Elternsprechtag sitzt oder dass es in der Elternversammlung sitzt, wo das dann eigentlich besprochen wird, möchte man dann auch nicht irgendwie als besonders, prüde oder rückwärtsgewandter erscheinen. Also da spielen ja so gruppendynamische Prozesse auch eine Rolle. Und das ist schon nicht so einfach für Eltern, da dann ja, da auch stark zu bleiben und darauf einzuwirken, dass da Dinge auch nicht gemacht werden in Schulen oder anders gemacht werden. Das ist ein ganz schwieriges Thema, ein ganz schwieriger Bereich. Das Zitat eines, ich glaube, 11-Jährigen ungefähr, eine liebe Bekannte hat mir das erzählt. Er kommt heim und sagt, Mama, man hat mir meine Kindheit geraubt. Diese kindliche Unschuld kann so leicht zerbrechen. Frau Beverförde, was kann man tun? Parlamentarier anschreiben wäre eine Variante. Ja, und wer jetzt auf der Suche ist nach den Kontaktadressen seiner parlamentarischen Vertreter, wo findet man die? Man kann die finden bei demofüralle.de auf der Webseite. Wir haben extra einen eigenen Bereich für Kinderrechte geschaffen und haben dort sämtliche Kontaktadressen auffindbar von sämtlichen Abgeordneten in Deutschland, also Bundestagsabgeordneten, quasi in einer großen Tabelle zusammengestellt, damit es ganz einfach ist, da letztendlich zuzugreifen und seine Abgeordneten anrufen zu können oder auch zu schreiben. Ja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, ganz öffentlich das Versprechen, ich werde schreiben, ich werde etwas machen. Ich lebe zwar in Wien, habe aber nach wie vor deutsche Staatsangehörigkeit und fühle mich sehr verbunden auch mit dem, was in Deutschland passiert. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für die Zeit. Und wünsche weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit, Familie und Kinder zu schützen. Herzlichen Dank, lieber Herr Hoffmann. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.